Jetzt machen wir mit Kamera, bitte. Backstage bei Schuss Einstein. Hallo zu Kika Live Schloss Einstein Backstage zur Staffel 23. Heute wird hier im Wald gedreht und das Baumhaus da oben hat heute eine wichtige Rolle. Aber der Treffpunkt und die Startzeit heute, die ist woanders, nämlich am Schloss Einstein Internat. Hier ist nämlich Kostüm und Maske, das heißt, hier kommen alle Darsteller schick und fertig gemacht raus. Hallo! Hi, moin! Hallo! Guten Tag! Guten Tag, wie geht's euch? Gut, gut, sehr gut, sehr gut. Dass ich sofort die neuen zwei BFFs treffe hier. Ja, ja. Best Friends Forever, diesmal nicht Mädels, sondern Jungs. Wie kam's dazu? Victor hat einfach gesehen, der Badu ist ein fresher Boy und da wusste einfach Bescheid. Also, also der Victor, der hat ja dieses Jahr ein paar Probleme und da braucht er auch mal Hilfe. Und da hat sich der Badu natürlich angeboten, dass der denen da beisteht und hat sich dann schon was entwickelt. Ja, du brauchst ja gar nicht so um den Brei reden, weil genau das interessiert uns natürlich brennend. Wobei brauchtest du seine Hilfe? Der Victor, der entdeckt dieses Jahr die Frauen für sich. Hast du sie nach dem Date gefragt? Oder bleibt ihr bei euren No-Dates? Lass dir einen ganz simplen Tipp geben, okay? Du musst sie nach einem Date fragen. Weil sonst bleibt ihr für immer die Buddies, die nur miteinander trainieren. Wen hast du entdeckt als Erste? Also als Erstes war natürlich die CC halt dran. Natürlich gab es auch Gemeinsamkeiten mit dem Laufen und den Hobbys und das hat sehr gut gepasst. Ich wollte ins Kino gehen. Cool. Willst du mitkommen? Gerne. Okay, cool. Da brauchte er Hilfe, wir nennen es beim Namen, er brauchte Kusshilfe, richtig? Genau. Warum bist du dafür der Mann? Weil ich der Love-Doktor bin, ich bin Doc Love. Er kam zu mir, hat mich um Rat gefragt und ich dann haben wir dann zusammen worum gemacht. Nicht wir beide. Nein, natürlich nicht wir beide. Also wir haben es geübt, in Anführungsstrichen, aber. Wie übt man das? Also der Victor und der Badu, das ist eine ganz witzige Story, die arbeiten ja zusammen, diese Eisdiele. Und was sich da anbietet, so als Werkzeug, was man da mal rumliegen hat, ist natürlich eine Eiskelle. Vergiss es. Ich küsse nicht dieses Teil. Alter, willst du für immer der Typ bleiben, der die Mädchen in die Flucht küsst? Eiskelle? Ja. Eine Eiskelle. Hä? Also ich kenne ja so die Nummer mit den Fingern und so, aber... Wir haben die halt so hingehalten so. Ich habe ja gesagt, ohne Zähne, ohne Spucke, so. Also war echt lustig. Alter, ich höre Zähne, du darfst nur nippen. Aber nicht so weich, sonst läuft Sabber raus. Aber ihr habt wahrscheinlich 1000 Lachflashs bekommen. Wie lief das? Überstunden dank den beiden. Ja, aber wir haben das, glaube ich, geschafft. Seth ist manchmal ein bisschen sauer auf uns, aber... Ja. Dann hast du Interesse an Cecilia verloren und dann? Und dann musste irgendjemand anders her und zwar... Hast du jemanden gefunden? Ja, also für mich, also Victor, der hat für sich jemanden gefunden. Oh! Oh. Ja, es ist eine Lehrerin geworden, die Frau Levin. Und das ist natürlich, also für den Doc Love, der mich da auch beraten muss und mir immer helfen muss, ist natürlich... Wir kommen den Schwitzen. Ist natürlich eine Sache, die nicht so ganz vorteilhaft ist. Ja. Deswegen versucht der Boy da auch mich so ein bisschen dran von wegzuholen und ein bisschen in die Realität wieder zurückzuschieben. Ja. Hör mal auf, so zu grinsen. Ich kenn's auch gar nicht. Von wegen, geh mal lieber aus der Sonne. Genau, ich so als Ratgeber so war komplett verzweifelt, weil ich dachte mir so, hä, von Cecilia zu der Lehrerin, wie jetzt, Victor, was ist los? Ich habe ja so eine Aktion laufen, dass ich ein Fotobuch mache. Ich bräuchte noch so ein paar Action-Sachen und vielleicht ein paar GIFs oder Boomerangs. Habt ihr darauf Bock? Aber auf jeden Fall. Ja? So, wir machen jetzt hier eine Riesen-Performance, Leute. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1 okay, und okay. Action! Los geht's! Oh mein Gott! Okay. Oh yeah! Mega gut! Das ist gut, ja, das ist gut. Und dann? Yes! Sehr gut. Machen wir nur noch einen Boomerang? Eins. Wow, okay, das ist geil. Nice. Danke euch! Ciao! Hallo! Hi!
Hallo. Wie geht's euch? Gut. Gut? Gut, sehr gut. Ja. Es wird halt im Wald gedreht, habe ich gehört. Mhm, genau. Macht ihr da eine Kostümparty oder was? Also die Schwestern steigern sich halt immer viel zu viel rein. Und deswegen sehen wir jetzt auch so aus, wir tarnen uns. Ja. Und wir retten den Wald. Was passiert denn im Wald genau? Also da ist eine Firma und die möchte den Wald abholzen. Und das findet Flora nicht gut, weil sie ist ja so umweltbewusst und alles. Und dann möchte sie den Abholzung stoppen. Okay. Und stellen uns halt gegen die Leute, die das machen wollen. Genau. Oha, oha. Okay, und wo ist dieser berühmt-berüchtigte Wald? Wir drehen da hinten gleich da vorne. Wir müssen drehen, deswegen müssen wir euch leider mitnehmen. Okay. Es tut mir sehr leid, Leute, aber ich glaub dir kein Wort. Okay. Ich komm einfach mit. Hey, Frido. Ist hier schon das Baumhaus? Hallo. Hallo. Na dann. Richtig vorbereitet, wie so eine kleine Demo. Da sind unsere Darsteller, die kennt ihr alle schon. Und dann sind da hinten dran wie so Waldarbeiter. Und dann geht's hier richtig rund gleich. Und Ruhe bitte, wir drehen! Kannst du uns kurz sagen, was hier genau für eine Szene heute stattfindet? Und zwar soll der Wald hier rund um das Internat soll abgeholzt werden. Und wir protestieren heute dagegen, und weil es auch dem Klima schadet und so weiter. Ja. An die Carlotta, die die Rosa spielt, komme ich wahrscheinlich heute gar nicht ran, weil die hat quasi heute die Hauptrolle schlechthin. Die ist in jeder Szene dabei, die wird den ganzen Tag gebraucht und hat den Kopf so voller Text, dass sie, glaube ich, keine Möglichkeit hat, zu mir zu kommen, obwohl sie so nah ist. Hey, wenigstens mal ganz kurz Hallo sagen. Hi. Das ist eine Riesenrolle jetzt, ne? Kannst gerade nicht sprechen. Ich bin ein bisschen... Okay, mach mal. Ich will dich nicht ablenken. Die hat nämlich eine richtig große Rolle jetzt, deshalb ich halte mich ein bisschen zurück, dass sie sich konzentrieren kann. Hallo, ich bin hier oben im Baumhaus, aber guck mal. Tada! Das ist Baumhaus Nummer 2. Es gibt nicht das echte, was ganz weit oben ist im Baum. Und dann gibt es das hier auf dem Boden. Das ist das Baumhaus Nummer 2, in dem die ganzen Innenszenen nämlich gedreht werden. Ziemlich cool, oder? Dein zweites Zuhause hier, ne? Ja, genau. Ist mein zweites Zuhause, ja. Was ist hier alles passiert? Oh Gott, ganz schön viel. Also der Waschbär war da. Hast du mit dem echten Waschbär gedreht? Ja, es hat mega Spaß gemacht. Also er war total süß und der war total kuschelig. Und es hat echt Spaß gemacht, ja. Hat er einen Namen? Ja, Wild Girl. Aber die haben den immer nur so Bärli oder so genannt. Süß. Ja. Und dann seid ihr hier immer reingelaufen? Ja, also, ich hab noch was für dich. Da haben wir in der Ecke gedreht und dann, der wollte aber immer durch die Fenster abhauen. Und dann standen immer draußen die Betreuer und haben aufgepasst, dass sie nicht abhaut. Okay. Genau, ja. Okay, letzte Einstellung für euch. Hallo! Hey, hört ihr mal zu, bitte. Kommt da alle hin, freut euch hier, hallo, unser Gesicht. Oh, runter. Carlotta, ich muss dich ganz kurz abgreifen. Was für ein krasser Tag für dich heute, oder? Ja, also ich war ziemlich aufgeregt wegen dem ganzen Text und so. Und dann noch das Rumschreien. Also ich würde schon sagen, das ist bis jetzt einer der schwierigsten Drehtage für mich war. Ja, du hattest quasi die Tageshauptrolle. Du warst hier überall mit dabei. Ich kam gar nicht an dich ran. So viel Text. Wie geht's dir jetzt gerade? Wie lief's? Also dafür, dass ich mir so Stress gemacht habe, bin ich gerade super erleichtert und freue mich auf mein Essen. Und ja. Das hast du dir auch verdient. Darf ich dich einmal drücken? Ja. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Dankeschön. Jetzt genieß dein Essen. Tschüss. Tschüss. Wie die Szene hier im Wald ausgeht, das seht ihr bei Schloss Einstein. Genau, ich habe auf jeden Fall noch ein Treffen hier für Kika Live bei Schloss Einstein für die Staffel 23. Da müsst ihr unbedingt einschalten, aber für heute heißt erstmal Tschüss von Kika Live. Schloss Einstein Backstage!